Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren tollen Runde Fable Anniversary oder na wie auch immer. Falls ich es falsch ausspreche, dann schreibt es doch mal in die Kommentare und vielleicht, wie man es richtig ausspricht. Und falls es euch egal ist, dann schreibt halt nichts rein. So, wir wollten die Kindheit hinter uns Nach lassen. dem Kampf gegen die Käfer. Ja. Eure Ausbildung wird in Kürze beginnen. Viele harte Jahre der Aufgaben und Vorbereitungen liegen vor euch. Okay. Ach so. Gut, das war sein. Dann lassen wir die Kindheit hinter uns. Ja. Die Gilde war jetzt das Leben des Jungen. Immer noch brannten die Flammen von Orgwell in seinen Gedanken. Aber bald dachte er nur noch an sein Training. Und mit jedem Jahr, das verstrich, wurde er stärker und beweglicher. Seine Tage waren angefüllt mit harten Übungen. Nachts studierte er in der Bücherei. Schließlich war er bereit, Gildelehrling zu werden, wie Mace es vorgesehen hatte. Jetzt sollte die wirkliche Ausbildung beginnen. Da frage ich mich, was ich vorher war. Raus aus dem Bett, Schlafmütze. Wir sollten uns auf der anderen Seite des Flusses mit dem Gildenmeister treffen. Das war schon vor einer Stunde. Los doch, Beeilung, wer zuerst da ist. Vor einer Stunde. Drückt zum Rennen die B-Taste und haltet sie gedrückt, während euer Held sich bewegt. Okay. Nee, doch. Hier lang. Oder renne ich wieder falsch? Nee. Ich bin richtig. Wobei es eigentlich egal ist, ob ich gewinne oder nicht. Aber wenn sie das schon so ankündigt, dann muss ich natürlich auch gewinnen. Ich bin ja ein Gewinnertyp. Nicht wahr? Alfie Wirt. So, der kommt mir aber so verdammt langsam vor. Irgendwie. Tja. Wie heißt sie? Schon wieder zu spät. Ihr kommt wohl nicht aus den Federn, Junge. Hieße denn? Whisper. Da bist du wohl ein Stück zu langsam. Sprecht mit dem Gildenmeister, dann können wir anfangen. So lasst uns beginnen. Oh, da muss ich noch mal gucken. Huch, falscher Knopf. Okay, hier ist es ordentlich. So lasst uns beginnen. Schade. Dafür hat er murzmäßige Hände, aber das war im normalen Fable auch so. Hallo? Den alten Stock braucht ihr nicht mehr. Ab jetzt trainieren wir mit echten Waffen. Gewöhnt euch an das Gewicht des Schwerts. Mal sehen, ob ihr Whisper treffen könnt. Ja. Aber ihr seid ein Zauberer, Held. Wisst? Eisenlangschwert. Ein funktionales, wenn auch abgenutztes Schwert in alter Lederscheide, ohne Verzierung. Das Langschwert ist in Abwehr und Angriff gleichermaßen gut zu gebrauchen. Und in der langen Geschichte von Albion die Hauptstütze zahlloser Helden gewesen. Schaden 30 plus 10. Also 10 mehr als ich jetzt habe. Verstärkung keine, aktueller Wert 150, Gewicht leicht und 0 Volltreffer. Okay, ausrüsten. Also kommt. Mal sehen, was ihr könnt, Bauerntölpel. Ich zeig dir gleich, Bauerntölpel. Ups. Schwert ziehen. Ach, Glückstreffer. Und ach so. B. Ah. Zack. Los doch, Jungchen, landet einen Treffer. Mehr. Oh, noch einen auf die Mütze. Und jetzt passt auf. Was ich euch jetzt beibringen werde, könnte euch eines Tages das Leben retten. Oh, wird. Das Leben eines Helden ist sehr gefährlich. Und ihr müsst lernen, die Angriffe eurer Feinde abzuwehren, wenn ihr lange am Leben bleiben wollt. Whisper wird versuchen zu treffen. Aber ihr könnt Angriffe mit eurem Schwert ablocken. Nicht alle Angriffe können abgeblockt werden. Aber ihr solltet mit allem klarkommen, was Whisper sich für euch ausdenkt. Na mal gucken. Drückt und haltet die Y-Taste zum Abblocken. Beim Abblocken könnt ihr den gegnerischen Angriff mit L aus dem Weg rollen. Sie versteht das. Ihr solltet doch meine Angriffe abblocken. Ich finde das immer niedlich, wie sie das so sagt. Verdammt, wie habt ihr das gestoppt? Tja, ich hab's halt voll drauf. Bin gut. Mal sehen, ob ihr Angriff und Verteidigung miteinander verbinden könnt. Ah, hallo Donner. Ihr wollt sehen, welche Fortschritte eure Schwester macht, stimmt's? Könnte man sagen. Whisper erzählte, dass ihr sie mit einem Bauerntölpel trainieren lasst. Mace meint, dass der Junge großes Potenzial hat. Genug, um mit Whisper Schritt zu halten? Sehen wir uns das mal an.
Whisper und der Junge arbeiten gerade an ihren Nahkampffertigkeiten. Also, Kinder, sehen wir mal, wer beim Training das meiste gelernt hat. Dies ist ein Duell ohne Regeln. Genau wie bei eurer abschließenden Nahkampfprüfung. Macht euch bereit. Das heißt, wir können schummeln? Verdammt, wie habt ihr das gestoppt? Das ist ja doof, das muss man ja halten, hier das Anvisieren. Das ist blöd. Das könnte man nämlich früher mal einfach anmachen. Da kamen rechts und links noch so rote Sachen. Dann kommen Alter. Und dann musste man das nicht die ganze Zeit drücken. Na, komm schon. Komm schon. Ich räume mich mal ein bisschen im Dreck rum. Ah, jetzt bist du verwirrt, ha? Na komm schon, komm schon. Ey, ich mach dich Messer. Oh. Und zack. Das ist, das ist total falsch, Whisper. Du musst mehr trainieren. Wie schade, dass du mich nicht in der Arena kämpfen gesehen hast. Du hättest noch was lernen können. Trainiere weiter, wenn du auch eines Tages da kämpfen möchtest. Ich hätte ihn besiegt, hättest du uns nicht getrennt. Wir sind auch so schon knapp an Helden. Da müsst ihr beide euch nicht auch noch beim Training auseinandernehmen. Sprecht mit mir, um zum nächsten Trainingsabschnitt zu gelangen. Ich bin beim Bogenschießstand. Oh, noch was zu eurer Nahkampfleistung heute. Sehr gut, Jungchen. Kämpft weiter so und ihr werdet es weit bringen. Yay. Bogenschießen. Möchtet ihr fortfahren oder das Nahkampftraining wiederholen? Nein, ich will es nicht wiederholen. Wir treffen uns beim Bogenschießstand zum weiteren Training. Hab ich platt gemacht. Solltet ihr nicht Bogenschießen trainieren? Ja, sollte ich. Da gehe ich erstmal dorthin. Hallo. Du wirst bestimmt mal groß und stark, was? Definitiv. Seid ihr bereit für das Bogentraining? Bin ich. Ich bin bereit. Setzen wir unser Training mit dem Bogen fort. Eibenholzbogen? Aber ihr seid ein Zaubererheld. Hä? Verstehe ich nicht. Die Waffe der Bogenschützen ist in großen Armeen. Was? Die Waffe der Bogenschützen? Achso, ein Langbogen aus Eibenholz. Ist lang, elastisch und wirkungsstark. Schaden 60, Verstärkung keine, aktueller Wert 150. Und immer noch keine Volltreffer. Versucht zunächst, die drei feststehenden Ziele zu treffen. Gebt euch Mühe dabei. Je weiter ihr die Bogensehne spannt, desto mehr Schaden richtet ihr an. Achtet darauf, dass ihr den Kreis nicht verlasst. Drückt die LB-Taste, um den Bogen zu ziehen. Wie beim Nahkampf könnt ihr mit LT1 hier anvisieren. Drückt und haltet X-Taste gedrückt, um einen Pfeil zu spannen. Lasst los, um ihn zu schießen. Okay. Wieso LB? Achso, links. Fixiert jetzt das Ziel. Piu. Kapaui. Gut gemacht. Ihr habt alle Ziele getroffen. Yay. Leider halten die meisten Feinde nicht still. Daher sollten wir mal sehen, wie gut ihr bei beweglichen Zielen seid. Ihr habt eine Minute, um so viele Punkte wie möglich zu erzielen. Das vordere Ziel ist einen Punkt wert. Das mittlere 3 Punkte. Und das ganz hinten bringt 9 Punkte ein. Und denkt daran, je weiter ihr die Bogensehne spannt, desto mehr Schaden richtet der Schuss an. Größerer Schaden bedeutet mehr Punkte. Aber ihr müsst Kraft, Feuerrate und Zielgenauigkeit ausbalancieren. Ich hab doch nur 3 Pfeile. Sehen wir mal, wie gut ihr seid. Sehe ich gerade. Klickt L, um zwischen der Ansicht Modi zu wechseln. Durch erneutes Klicken zoomt ihr näher heran. Drückt und haltet X eine Sekunde lang, und wie zuvor, um den Pfeil zu spannen. Statt das Ziel zu erfassen, zieht ihr mit L. Los doch, Jungchen, raus mit dem Bogen. So. Ach, falscher Knopf. Schon wieder. Boah, jetzt muss ich mit rechts zielen. Achso, wenn ich nochmal... Nee, das ist zu nah. Ja, aber wenn ich zu viel Punkte mache, dann muss ich die dann, wenn man das Training danach noch machen kann, die, glaube ich, alle wieder überbieten. Das ist ein bisschen Mist. Oh.
Pam. Jede Menge Kraft. Wunderbar. Jede Menge Kraft. Ein guter Treffer. So, macht das eigentlich was, wenn ich den in den Kopf falle? Oh. Doppelt O. Na, sag mal. Ja, los. Ausgezeichneter Treffer. Nur weiter so. Ah, guter Schuss. Da war da nichts dahinter. Oh je. Zieht die Sehne weiter zurück. Das bringt mehr Kraft. Verstehe. Der Gildenmeister ist hier. Na, sie versteht das. Trefflich geschossen, Jungchen. Wäre das eure Fertigkeitenprüfung, wäre ich sehr beeindruckt. Tja, aber da es nicht ist, ist das halt nicht, ne? Möchtet ihr fortfahren oder das Bogentraining wiederholen? Nein, fortfahren. Also als weiter. Nächstes lernen wir die Willenskraft kennen. Sprecht mit mir, wenn ihr euer Training fortsetzen möchtet. Ich bin auf der Insel bei den Wasserfällen. Ja, ich werde erstmal hier runtergehen. Möchten irgendwelche Lehrlinge den Nahkampf üben? Ja, ich. Es ist der letzte Tag. Daher zählt dieser Nahkampf gegen Whisper. Möchtet ihr benotet werden? Jo. Also dann, Whisper und ihr geht in den Ring. Dieselben Regeln wie zuvor. Okay. Ich habe einen besonderen Preis für euch, wenn ihr eine 1 Plus schafft. Eine 1 Plus? Tja, da muss ich diesmal ein bisschen mehr aufpassen. Das denn? Ah, komm, machst du platt? Jawohl. Das reicht jetzt. So leise wie ein Bisschen. Das war beeindruckend. Ha. Whisper sollte sich schämen. 1 plus. Für diese Note bekommt ihr von mir eine neue Waffe. Ich weiß. Gib her. Das Eisenkatana. Dieses einfache, aber tödliche Schwert ist eines von vielen, wie sie aus dem Westlanden nach Alpen importiert werden. Nach dem Fall des Alten Reiches ist diese Handelsroute zwar nicht mehr in Benutzung, aber die fremdartigen und tödlichen Waffen ist geblieben. Diese fremdartige und tödliche Waffe. Okay. Ihr habt es Whisper echt gezeigt. Und das gleiche machen wir auch hier nochmal. Gibt's nämlich auch eine neue Waffe. Im Bogenschießen benotet werden? Jo. Der Gildenmeister bat mich, alle Bogenschützen. Ich war hier. Komm, gib her. Bogenschützenprüfung versuchen, ja. Wenn ihr eine 1 Plus bekommt. Erhaltet ihr einen besonderen Preis. Ja, das liegt ja eigentlich nicht an mir, sondern an dir. Ihr habt eine Minute Zeit ab eurem ersten Schuss. Jo, ist eigentlich auch alles recht easy. Achso. Praktisch sich hier hinstellen. Und dann muss man halt das Timing ein bisschen, bisschen besser abpassen. Dann kann man nur den hier und den hinten gut abballern. Und den hier vorne, wenn man Zeit und Bock hat. Ausgezeichnete Kraft. Dann kriegt man da eigentlich recht schnell recht viele Punkte, wenn man treffen würde. Das war erstklassig. Hm. Naja, halbe Minute habe ich noch. Dann 100 Punkte brauche ich noch. Scheiße. Na, scheiße. Ah, jetzt wird's mistig. Sag mal, was mit mir? Jetzt. Naja, da habe ich doch schon mehr als ich brauche. Gucken, schaffe ich die 300 noch? Wahrscheinlich nicht. Ach nee, schade. Ihr habt einen neuen Rekord. Ich habe nie eine bessere Leistung gesehen. Eine 1 plus. Der Gildenmeister sagt, einem brillanten Schützen kann ich das geben. Ja, das bin ich ja dann. Durch seine Flexibilität ist Eibenholz ein gut geeignetes Material für die Fertigung sowohl von Armbrüsten als auch von Langbogen. Heißt das nicht Langbögen? Das war gut geschossen. Ich weiß. Hier ist noch ein grüner. Ach, ich glaube, da musste man die Vögel abballern. Ihr habt das Whisper echt gezeigt. Das Whisper echt gezeigt. Wieso da noch drauf rumhacken? Bleibt nur noch Willenskraft zu erlernen.
Cool. Jetzt lernt ihr etwas über die Willenskraft. Wir beginnen damit, diese Strohattrappen mit Blitzen anzugreifen. Wie bösartig. Gut. Mal sehen, wie gut ihr das beherrscht. Zieht und haltet RT, um eure Willenskräfte aufzurufen. Verfügbare Kräfte sind unten rechts in der Anzeige zu sehen. So, könnt ihr auf eure Kraft zugreifen, indem ihr die RT drückt. Ja. Um die Blitzkraft zu wenden, drückt ihr die X-Taste. Ja. Gut. Genau. Mal sehen, wie viele ihr in einer halben Minute trefft. Greift nur Attrappen an, die mit dem Gesicht zur Mitte der Insel stehen. Theoretisch. Trefft ihr sie in den Rücken, bekommt ihr keine Punkte und verschwendet nur kostbares Mana. Der Einsatz eurer Willenskraft verbraucht Mana und es dauert, bis es wieder aufgefüllt ist. Ihr könnt von einem anvisierten Ziel schnell zu einem anderen wechseln, indem ihr halb loslasst und dann wieder zieht. Okay. Oder ich warte einfach. Ups, den will ich nicht angreifen. Hey, da hinten ist noch einer. Ah, ich denke, das reicht. Magie sehr gut eingesetzt. Gut gemacht. Danke. Möchtet ihr fortfahren oder das Willenskrafttraining wiederholen? Ich möchte weiter. Sehr gut, Junge. Ihr habt die drei Heldendisziplinen gelernt. Juhu. Wenn ihr bereit seid, können wir jetzt zu eurem letzten Test kommen. Oder aber ihr erkundet die Gilde noch etwas mehr. Ich glaube, Whisper geht gerade in den Gildenwald, falls ihr sie begleiten wollt. Oho, ein Ründchen mit Whisper im Gildenwald. Möchtet ihr mit der nächsten Stufe eures Trainings fortfahren und erwachsen werden? Oder wollt ihr zusammen mit Whisper spielen? Ich will ein bisschen spielen. Ich bin im Kartenraum, wenn ihr bereit seid, weiterzumachen. Okay. Ich warte dann eigentlich noch auf den Trainer hier für die Willenskraft. Oh Mann. Tja, würde ich sagen. Diesmal ein wenig die Aussicht im Schein der Lampe. Aber da nähert sich schon der grüne Punkt. Was hier alles blinkt auf der Karte. Der Mann. Aber ich finde es cool, dass man die ausschalten kann eigentlich. Da hat man so gar kein Inventar oder gar nichts mehr auf der Karte. Das ist eigentlich auch schön. Brauchen so. Lehrlinge Willenskrafttraining? Ja. Ihr habt 30 Sekunden nach dem ersten Wirken eines Blitzes, um so viele Ziele wie möglich zu treffen. Wisst ihr, es gibt einen speziellen Preis für 1-Plus-Schüler. Ja, ich weiß. Wie habe ich denn das mal gemacht? Ich glaube, hier so in die Ecke gestellt. Gut getroffen. Na, Blitz sieht ein bisschen komisch aus. Finde ich. Gut getroffen. Ja, ich weiß. Gut getroffen. So, na los, das schaffen wir noch. Gut getroffen. Einen kriegt man noch. Kriegt man, nee. Echt erstaunlich, verdammt. 1+. Na, verdammt. Der Gildenmeister befahl, die Gegenstände den besten der Willenskraftprüfungen zu geben. Cool, ein Willenskrafttrank. Ein, das Bewusstseinserweiter Willenskraftverstärker. Klingt komisch. Wiederbelebungsfiole. Der Tod muss nicht das Ende sein. Damit ist die Wiederauferstehung möglich. Ich habe noch keinen besseren als euch gesehen. Das war's dann. Ich dachte irgendwie, da kriegt man mehr als nur so die zwei Sachen. Ihr habt es Whisper echt gezeigt. Jo, ich weiß. Da steht sie noch. Hallo. Los, gehen wir Käfer jagen. Ich folge euch in den Wald. Mhm. Man soll doch aber Fremden nicht in den Wald folgen. Oh nein. Das Käfernest ist ganz dort oben auf dem... Wartet. Habt ihr das gehört? Es kam von da drüben. Räuber. Wenn
wir doch nur über diesen Bach kämen. Warum benutzt ihr nicht euren Bogen oder den Blitzzauber, den euch der Gildenmeister beigebracht hat? Ich heile eure Verletzungen. Ich wollte gerade sagen, warum hat die eigentlich so nichts drauf? Bogen. Ey. Oh. Der ging aber voll daneben. Ach, scheiß drauf. Komm. Machen wir so. Na komm. Geh kaputt. Junge. Oh, jetzt habe ich keine Mana mehr. Piu. Hä? Piu. Oh. Ach hier, Mensch. Hey. Geschafft. Die haben vielleicht dumm aus der Wäsche geschaut. Wenn das der Gildenmeister erfährt. Und tschüss. Der hat mich nur benutzt. Und? Kommt das jetzt mal irgendwie hier ran? Hallo, Erfahrungskugeln. Schade. Na gut, dann war's das. Dann gehe ich auch zum Gildenmeister. Die wollten mich doch heilen eigentlich. Was erzählten die hier für Dinger? Da ist er. Du wolltest mich heilen. Du hast mich belogen. Ihr habt es Whisper echt gezeigt. Whisper, heil mich. Solltet ihr nicht eure Willenskraft... Das habe ich längst. Was quatschen du? Na gut. Lassen wir also die Kindheit hinter uns. Und werden zu einem übelsten Mega-Helden. So, kann ich den Laden hier eigentlich schon benutzen? Kann ich hier das kaputt machen? Mit dem Schwert? Nö, schade. Hallo? Hier werdet ihr nicht enttäuscht. Möchtet ihr vielleicht handeln? Ja. Das ist ja komisch hier schon wieder. Dörflerhandschuhe könnte ich mir kaufen. Was hat denn der hier alles? Kettenpanzerhandschuhe, Dörflerhose. Verkaufen. Was habe ich denn hier? Ein Eisenkatana. Das macht 2 Schaden, also muss nicht unbedingt sein. Hä? Achso. Das wird verkauft. Und was verkauft ihr? Okay. Das macht... Oh, macht 20 Schaden. Aber die Armbrust fand ich immer ein bisschen doof. Das verkaufe ich dir auch. So. Was haben wir hier? Das... Ach, siehst du den Kochapfel? Verkaufe ich auch. Den behalte ich noch. Ach so, das sind die einzelnen Kategorien. Gesucht? Hä? Okay. Tut's schon weh? Tja, die Gilde ist kein Kindergarten. Hä? Was geht denn mit dem? So. So, so. Und wer so sagt, hat noch nicht viel getan. Aber wir haben ja eigentlich schon eine Menge getan. Die Folge geht auch schon wieder viel zu lange. Da würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Und wir sehen dann in der nächsten Folge, was der Gildenmeister uns zu sagen hat. Und bis dahin. Tschüss.